Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich zeige euch heute, wie ich einen ganz einfachen Küchenschurz nähe und in der Mitte werde ich dieses FPP-Blumenmotiv verwenden. Was ich vergessen habe, im Abspann des letzten Videos zu sagen, die Methode, wie ich die Stoffstücke für das FPP-Motiv zugeschnitten habe, habe ich Methode 2 angewandt. Und da hat man dann wirklich sehr viel weniger Abfall, als wenn man die Stücke vorher ausmisst und nach Maß zuschneidet. Das ist also der gesammelte Abfall vom Zurückschneiden der Stoffstücke nach dem Nähen. Das passt also in einen Becher. Das wollte ich noch sagen. Dieses Blumenmotiv habe ich mit rotem Garn genäht, also in dieser Farbe, auch die Nähte hier außen. Denn ich kann schlecht hier innen mit Rot nähen und dann hier den Faden wechseln und mit Beige weiter nähen. Also das ist komplett alles mit Rot genäht. Ich werde jetzt mit Beige weiter nähen. Ich werde also aus diesem jetzt eine Küchenschürze machen und zwar eine ganz einfache. Das schafft auch ein Anfänger. Und ich werde außen herum den Rest des kompletten Schürzes mit Resten zusammensetzen. Wahrscheinlich werden es Quadrate, vielleicht werden es auch unregelmäßige Reste, so wie sie eben anfallen und so wie es dann eben passt. Ich werde die Stoffe, die hier in der Mitte verwendet sind, die dunklen, nicht mehr verwenden, aber den Rückwandstoff, davon habe ich noch etwas. Das ist eine Hose und da ist jetzt noch ein halbes Hosenbein etwa vorhanden und so ein paar kleinere Stücke. Und die hellen Stoffe, also das Orange und das hellere Grün, werde ich vielleicht mitverwenden, um so ein bisschen Farbe noch auch in den Hintergrund zu bringen. Den Rest des Schurzes werde ich aus meinem Fundus mal schauen, was ich an beigen Stoffen noch habe. Ich habe hier zwei Bananenkisten, da werden wir dann gleich gemeinsam hineinschauen. Und für die Rückseite, das Ganze wird ein gerades Stück Stoff sein und wird einfach verstürzt. Für die Rückseite werde ich dann wahrscheinlich dieses hier verwenden, soweit der Plan. Vielleicht kommt mir noch etwas Besseres in die Hände. Das ist ein, ich glaube, langärmliches, ja, Herrenhemd Größe 60. Also der Rücken dieses Hemdes ist wirklich ein sehr großes Stück Stoff. Und ich habe aber die Ärmel und hier oben die Passe, also da sollte sich die Schürze zusammensetzen lassen. Um die Schürze zu nähen, brauche ich ein Schnittmuster. Das ist ein ganz einfaches und das könnt ihr leicht selbst machen. Wer noch kein solches Schnittmuster hat oder nicht weiß, wie er das jetzt macht, ich mache hier oben den Link. Ich habe in einem früheren Video schon mal gezeigt, wie ihr die Maße nehmen könnt und das euch selbst erstellen. Das ist also möglich von einer Kinderschürze für Dreijährige bis zu einer Damenschürze Größe 52 oder einer Herrenschürze. Ihr könnt es als Küchenschürze, als Gartenschürze oder auch als Arbeitsschürze verwenden, je nachdem aus welchem Material oder in welchen Farben ihr es macht. Ich werde auf meine Schürze heute keine Taschen aufsetzen, aber es bleibt euch ja frei, hier einfach eine Tasche draufzusetzen. Ich mache unten in der Beschreibung noch mehrere Links. Ich habe diese Schürze schon, ich glaube, zwei oder dreimal genäht. Den Hintergrund, die Formen, ich kann jetzt dieses Sechseck zum Rechteck oder zum Quadrat ergänzen. Deswegen habe ich hier meine Schablone nochmal gelassen, also da kann ich das abmessen. Oder ich mache es einfach nach Augenmaß, Freischnauze, die Reste ansetzen und dann ein bisschen zurückschneiden. Ich schaue mal, was meine Stoffkisten hergeben und dann geht's los. Solltet ihr kein Mittelmotiv haben, dann könnt ihr das natürlich auch ohne Mittelmotiv nähen. Oder ihr nehmt aus einem Stück Stoff ein schönes, großes Motiv. Das bleibt euch frei. Ihr könnt auch ein Stück besticken oder in einer anderen Technik etwas Hübsches, eine Applikation herstellen. Oder die Schürze einfach aus Resten zusammensetzen. Das ist, was es heute geben wird und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen.
Was gibt's noch zu sagen? Ich habe mit beigem Garn genäht. Stoffreste, die so klein sind, dass man sie nicht mehr zum Nähen verwenden kann, werfe ich nicht unbedingt weg. Ich brauche im Garten immer Bändel zum Anbinden von Tomaten, Paprika oder was auch immer. Da kann man so längliche Streifen noch gut brauchen. Dann habe ich eine andere Rückwand verwendet für meinen Schurz. Das hier war Omas Bettwäsche. Das ist der Rest. Also da sieht man nicht, dass etwas wegkommt oder weggekommen ist. Das dazu. Dann habe ich, weil das doch alles Batiste sind, sehr dünn, nochmal auf die Rückwand, auf die linke Seite der Rückwand. Das ist auch Omas Flanellbetttuch. Das verwendet heute auch niemand mehr. Es ist auch schon zigtausendmal gewaschen. Also in der Mitte ist das schon ein bisschen dünn. Aber an den Rändern kann man es zum Füttern durchaus noch gebrauchen. Das macht Taschen stabiler oder jetzt den Schurz. Oder wattiert eine Weste oder so etwas Ähnliches. Dann zu den Stoffen. Dieses war ein Herrenhemd, das Orangene war ein neues Stück Stoff, das Grüne war ein Stück Musterstoff. Da habe ich mal eine ganze Bananenkarton voll 30 cm Abschnitte in allen möglichen Farben verwendet. Das ist auch ein Batist, das habe ich doppelt verwendet. Das Orangene habe ich ebenfalls doppelt verwendet. Das hier war eine Bluse, das hier war, glaube ich, eine Hose. Das hier war eine Jeans, das Grün hatten wir. Das hier ist auch ein neuer Stück Stoff, das dunkelgrüne, das rot gemusterte auch. Das wieder das Hemd, das war, glaube ich, von einer Jacke. Und das hier war auch ursprünglich mal ein neues Stück Stoff, das habe ich vor 30 Jahren gekauft. Und auch das hier ist ein neues Stück Stoff. Und hinten, wie gesagt, Omas Bettwäsche. Also ihr seht, mit Resten und mit Upcycling, mit Alttextilien kann man sehr schöne Sachen machen. Upcycling ist bei vielen Leuten ein sehr negativ besetzter Begriff, weil es bedeutet, dass man ein altes Textil irgendwie schief abschneidet und irgendwie schief zusammennäht. Und aus Hemdärmeln werden Hosenbeine, aber ganz rechtes und linkes verschieden. Und also ich glaube, so geht niemand auf die Straße, aber es lassen sich auch hochwertige Dinge daraus nähen. Also Upcycling ist nichts Schlechtes. Gut, diese Bändel hier waren, das ist ein Hosenstoßband. Das ist ein neues Produkt gewesen, also nicht wiederverwendet. Verwendet als Hosenstoßband, ich glaube, das verwendet man heute nicht mehr. Habe ich mit Sicherheit nicht gekauft, habe ich mit Sicherheit aus irgendeinem Nachlass. Genauso dieses Wäscheträgerband habe ich auch nicht gekauft, ist sehr lange in meiner Kiste. Da sind noch D-Mark-Preise auf den Schachteln. Gut, das war, was ich sagen wollte. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man solch einen Schurz richtig anzieht. Zunächst in der Hüfte binden. Ist jetzt schwierig, weil mein Mikrofonkabel dazwischen hängt. Und dann oben binden. Und nach dem Gebrauch einfach nur die Schleife in der Taille öffnen. Das hier oben kann zubleiben und über einen Haken hängen. Ich habe übrigens die Jahreszahl aufgestickt, nur so für mich, dass man weiß, wann ich das gemacht habe. Wenn euch meine Schürze gefällt, wenn euch mein Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr jetzt irgendetwas verpasst, unten in der Beschreibungsbox gibt es Links zu den ganzen Vorschritten und zu allen möglichen Tipps und Tricks. Und gleich im Abspann kommt eventuell auch noch was. Und im Abspann kommt auch ein Link zu Facebook, da habe ich eine Gruppe gegründet. Dort könnt ihr eure Bilder posten, wenn ihr möchtet, wenn ihr etwas Ähnliches nachmacht. Wer jetzt noch kein Schnittmuster für seine Schürze hat, auch das gibt es unten in der Beschreibungsbox oder eventuell sogar hier oben unterm i.
Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Video. Eure Angelika wünsche viel Spaß beim Nähen, viel Erfolg beim Nachmachen und Gottes reichen Segen.